Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Überleer-Adventskalender für Männer. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 14,95 €. Es ist ein Kläppchen-Adventskalender, den man auch wundervoll als Tragegedöns verwenden kann, hat aber dafür keinen Aufsteller. Nee, das hat er nicht, aber er hat Löcher. Theoretisch könnte man ihn sich an die Wand nageln. Macht man aber relativ selten, weil Kalendergrößen variieren ja auch ein bisschen von Jahr zu Jahr. Ja, hier sind Männerprodukte drin und von Balea, also dementsprechend Pflege für den Mann. Ich bin gespannt, was sich hier drin verbirgt. Preistechnisch bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann auch aussieht. Wir haben ja wahrscheinlich auch so exklusive Produkte drin, die nur für den Adventskalender designt wurden. Dann versuche ich mich so ein bisschen an dem entlang zu hangeln, was halt so im Onlineshop steht, was so Männerprodukte normalerweise kosten. Man muss aber dazu sagen, eigentlich, wenn man diese kleinen Größen kauft, kosten die halt schon so 1 € oder so 95 Cent oder so, die kleinen Größen. Das heißt, dann ist es ein bisschen frech, das runterzurechnen. Ich mache es trotzdem, weil ich das in allen Adventskalender-Unboxings mache. Dementsprechend auch bei diesem. Hier haben wir schon die Nummer 1. Die erste Kamera brauchte 8 Stunden, um ein Bild aufzunehmen. Geil, hier stehen einfach solche Informationen drin, das finde ich toll. Duschgel Polar Breeze mit exotisch frischem Duft. Es riecht wirklich frisch, also exotisch würde ich jetzt nicht dazu sagen. So schaut es aus und hier sind 50 Milliliter drin. Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Frage ich meinen Freund, ob der da Bock drauf hat, ne? Hier haben wir die Nummer 2. Wo macht man das Kläppchen denn auf? Da. Im Durchschnitt geht eine Person in ihrem Leben 5-mal rund um die Erde. Krass, ich garantiert nicht. Ich bin froh, wenn ich meine 2000 Schritte am Tag vollkriege, um ehrlich zu sein. Okay, was haben wir hier drin? Ein Lippenbalsam, Merry Christmas, für geschmeidig weiche Lippen. Das ist toll. 8 Milliliter sind hier enthalten. Und letztes Jahr hatten wir im Frauen-Adventskalender auch ein ganz, ganz tolles Overnight-Lippengedöns, was mir echt gut gefallen hat. Und wenn das halt die gleiche Textur hat, ist das auf jeden Fall eine gute Geschichte, die man halt auch als Frau ganz normal verwenden kann. Hier haben wir die Nummer 3, die ist ganz schön groß. Deine Haare sollten nicht mehr als einmal täglich mit Shampoo gewaschen werden, da das Haar und die Kopfhaut sonst strapaziert werden. Ja, ich mache es tatsächlich einmal pro Tag und ja, es ist nicht gut, ich weiß, aber ich fühle mich sonst unwohl. 2-in-1 Haar- und Bartshampoo, optimale Reinigung. Jo, 50 Milliliter, ein veganes Produkt, auch sehr nett. Riecht ein bisschen waldig, um ehrlich zu sein. Finde ich ganz cool. Nummer 4. Die Firma Nokia hat früher Gummistiefel hergestellt. Ja, witzig. Body Lotion Winter Active. Intensive Feuchtigkeitspflege. 50 Milliliter und auch das ist vegan. Riecht einfach ganz klassisch nach Body Lotion. Ja, kein spezieller Duft, würde ich jetzt so sagen. Aber im Winter kann man sehr gut Bodylotion gebrauchen, weil die Haut dann auch durch die ganze Heizungsluft und so und durch die allgemein etwas trockenere Luft geschädigter ist. Deswegen ist es eine gute Geschichte. Nummer 5. Nach der Reinigung sollte eine Gesichtscreme zum Schutz und zur Pflege der Haut aufgetragen werden. Ja, kann man das irgendwie als Gesetz festschreiben, dass die Männer das auch mal realisieren? Okay, hier haben wir ein Waschgel für jeden Hauttyp. Und hier sind 20 Milliliter drin. Auch dieses Produkt ist vegan. Ich weiß nicht, ob mich das interessiert, wenn ich das dazu sage. Aber ich sage das jetzt mal, ne, weil mir das eben so aufgefallen ist, dass einiges vegan war. Und ja, auf jeden Fall eine gute Geschichte, um das mal auszutesten. Ich finde es cool, dass du überall auch dieses ja, Christmas-Design halt mit drauf hast. Ne? Das gefällt mir. Die Nummer 6 ist Nikolaus. Und Nikolaus darf gerne was Besonderes sein. Baden sollte man höchstens 2-mal pro Woche und das nicht länger als 20 Minuten. Das ist interessant, oder? An alle Bade-Junkies unter euch. Ich habe ja leider keine Badewanne. Hier haben wir Badesalz Wintertime Merry Christmas mit Patchouli und Lavendelduft. Sehr, 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 sehr angenehm. Hier haben wir drin 60 Gramm. Riechst du leider nichts raus? Nee. Die Nummer 7. Männer ohne Bart verbringen 6 Monate ihres Lebens damit, sich zu rasieren.
Scharf. Okay, das ist ein Aftershave-Balsam mit Aloe Vera. Das finde ich gut. 20 Milliliter und auch dieses Produkt ist vegan. Es riecht auch ganz, ganz normal. Also ich denke, dass sie die Düfte jetzt nicht unbedingt an das Thema Christmas angelehnt haben, sondern eher die Verpackung. Finde ich aber auch gut, um ehrlich zu sein, weil du oft die Produkte auch übers Jahr verteilt aufbrauchst. Ich habe zum Beispiel im Sommer mal so ein Wintershampoo verwendet. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Oder irgendein Duschgel auch mit irgendwas Zimtigem oder so. Sehr merkwürdig. Aber mal wird trotzdem sauber, ne? Die Nummer 8 ist ganz schön groß. Ein Duschpeeling regt nicht nur die Mikrozirkulation der Haut an, sondern sorgt auch für ein super angenehmes Hautgefühl. Und das hier ist ein Duschpeeling Brown Sugar, cool, mit braunem Zucker, reinigt und pflegt. Das kann ich mir auch für mich vorstellen. 16 Milliliter sind hier enthalten und das ist vegan. Die Nummer 9. Eine pflegende Creme über die Nacht unterstützt die Regeneration der Haut und hilft, Feuchtigkeit zu spenden. Ja, Nachtcreme, Leute. Super wichtig. Und die pflegt intensiv, hat 20 Milliliter drin und ist vegan. Wir kommen in den zweistelligen Bereich und suchen uns mal die Nummer 10. Die ist hier. Eine Weinflasche enthält ungefähr 700 Trauben. Ach, du ahnst es nicht. Krass, oder? Hier haben wir drin ein Bodyspray mit markantem Duft. Interessant. 50 Milliliter sind hier enthalten. Das ist auch vegan. Mit markantem Duft. Boah, das riecht voll gut. Also so möchte ich schon ganz gerne haben, dass mein Freund riecht, ne? Die Nummer 11 befindet sich hier. Beim Duschen werden nicht nur die Unreinheiten des Alltags abgespült, sondern auch natürliche Fette. Deshalb sollte nicht zu lange geduscht werden. Mache ich auch gar nicht. Also ich dusche tatsächlich, wenn ich meine Haare wasche und meinen Körper dusche, 10 Minuten oder so. Nicht länger. Das ist eine Cremedusche Winter Active mit würzigem Duft, 50 Milliliter und vegan. Oh ja, das ist, oh, das riecht nach Saunaaufguss. Sehr würzig. Halbzeit. Nummer 12 ist genau in der goldenen Mitte. Nur zwei Körperteile wachsen dein Leben lang, deine Ohren und deine Nase. Das ist wirklich so. Und ich habe tatsächlich von Anfang an schon relativ große Ohren gehabt und sie werden nicht kleiner. Eine mattierende Tagespflege mit Fruchtsäure, 20 Milliliter und vegan. Bei Fruchtsäure bin ich immer etwas vorsichtiger. Männer können da etwas chilliger sein, sage ich mal, weil die haben eine dickere Lederhaut, glaube ich, als wir Frauen das haben. Ja, deswegen, ne, kommen die damit einfach besser klar. Die Nummer 13... haben wir hier. Unsere Hände müssen täglich viel leisten und haben sich eine extra Portion Pflege verdient. Und dementsprechend ist hier natürlich eine Handcreme drin mit 20 Millilitern und auch die ist vegan. Für beanspruchte Männerhände. Nummer 14 haben wir hier. Wenn der 1. Mai zum Beispiel auf einen Montag fällt, so fängt kein anderer Monat im Jahr mit einem Montag an. Nein, so fängt kein anderer Monat im Jahr mit einem Montag an. Echt? Das ist interessant. Styling Gel Merry Christmas für unsichtbaren, starken Hals. 20 Milliliter und vegan. Oh, mein Freund braucht jetzt kein Gel in seinen Haaren, weil die sind sehr kurz. Weiter geht es mit der Nummer 15, die sich hier befindet und die ist sehr klein. Durch die Bekämpfung von Hautunreinheiten wird auch der Glanz der Haut reduziert. Ja, das ergibt Sinn, ne? Eine reinigende Gesichtsmaske mit Salicylsäure und Zink. Und sowas gibt es doch eigentlich auch im Standardsortiment von Balea. 2x8 Milliliter, auch das ist vegan. Und ja, ne, das entfernt die Unreinheiten. Unreinheiten, die Unreinheiten. Ja. Nummer 16 befindet sich... Wo? Hatte ich? Nein. Hier. Ein Sonnenschutz in der Tagespflege verhilft, Hautalterung vorzubeugen. Auf jeden Fall. Aber nicht nur ein Lichtschutzfaktor 15, wie hier drin ist, sondern ich habe einen mit 50. Outdoor Protection Gesichtspflege mit Lichtschutzfaktor 15 und mit Vitaminkomplex 20 Milliliter und vegan. Auch sowas sollten Männer auf jeden Fall verwenden. Also mein Freund war heute auch zum Beispiel die ganze Zeit draußen aktiv. Ich meine, jetzt haben wir es 10 nach 5, aber ne... Da hätte ich mir gewünscht, dass er sowas auch verwendet. Die Nummer 17.
Warm, aber nicht heiß gilt es beim Waschen der Haare, sowie auch beim Föhnen, denn Hitze kann die trockene Kopfhaut zusätzlich belasten. Das stimmt. Deswegen gibt es für Frauen ja auch ganz viele diese Heat Protection Geschichten, also Hitzesprays und sowas. Ohne Silikone, Anti-Schuppen-Shampoo und das reinigt effektiv 50 ml und vegan. Hier oben haben wir die Nummer 18. Die Augenpartie braucht in erster Linie viel Feuchtigkeit, darum sollte regelmäßig eine Augencreme verwendet werden. Oh ja. Und das ist eine Augencreme mit Aloe Vera für normale Haut mit 20 ml und die ist vegan. Das ist eine richtig gute Größe, Leute. Hier haben wir die Nummer 19. Durch das Blinzeln sind unsere Augen 15 Minuten pro Tag geschlossen. Krass. Das ist das Duschgel Xmas mit Orangen- und Vanilleduft mit 50 ml und auch das ist vegan. Orange ist ja nicht so mein Duft, aber das ist ja für meinen Freund oder für Männer. Boah, das riecht voll krass nach Orange. Oh. Darunter befindet sich die Nummer 20. Ein Peeling entfernt abgestorbene Hautschüppchen und kann bei Unreinheiten helfen. Ja. Peelings mache ich, also Gesichtspeelings und Körperpeelings zweimal pro Woche. Das ist ein Peeling-Gel mit Vulkanstein, 20 ml und vegan. Ganz schön vielfältig, dieser Adventskalender für die Männer, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Pflege für Männer hier gibt. Krass. So, die Nummer 21 haben wir hier oben. Die ideale Badetemperatur liegt zwischen 36 und 38 Grad. Ja, aber safe, wenn man sich im Bad einlässt, hat man doch mehr als 36 oder 38 Grad, oder? Da duscht man oder badet man doch etwas heißer. Das ist ein Schaumbad Wintertime mit zitrischem Duft, 50 ml und vegan. Leider keine Badewanne. Sehr, sehr, sehr winterlich angenehm. Aber zitrischer Duft ist eigentlich nicht meine Welt, aber das riecht angenehm zitrisch. Die Nummer 22 haben wir hier. Eine Feuchtigkeitspflege verhilft bei regelmäßiger Anwendung zu einer fühlbar weicheren und gepflegteren Haut. Diese Informationen da drin sind echt hilfreich, ne? Eine pflegende Gesichtsmaske mit Apfelminze. Super interessant. Das ist so ein Zweier-Sachet mit 2x8 ml. Kommen wir nun zu dem Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Feuer erzeugt keinen Schatten. Echt nicht? Das hier ist eine Seife, eine Handseife, 50 Gramm. Ja, cool. Boah, die riecht auch angenehm männlich. Die riecht echt toll. Kommen wir nun zum Highlight des Ganzen, die Nummer 24. Heiligabend befindet sich hier. Schöne Weihnachten und erholsame Festtage wünscht das Balea Mentin. Es ist ein Flaschenöffner. Oder? Nee. Oder? Es ist eine Lampe mit Flaschenöffner. Kann das sein? Das finde ich cool. Das ist innovativ. Batterien musst du natürlich noch einsetzen, ne? Aber das finde ich ja cool. Kann man damit wirklich? Ja, damit kannst du eine Flasche öffnen. Easy. Geil. Eine Mini-Taschenlampe steht hier auch drauf. Doch, die Männer haben eigentlich einen ganz coolen Adventskalender bekommen dieses Jahr, ne? Kann man sich nicht beschweren. Also, wenn man nochmal was für seinen Freund, seinen Mann, seinen Vater, seinen Opa oder sonst irgendwen sucht und darauf hofft, dass dieser Mensch auch wirklich die Produkte verwendet, sprich sich auch dann entsprechend damit pflegt, ist das eine gut investierte Geschichte. 14,95 hat er gekostet. Werttechnisch her ist es immer so eine Sache. Wir haben ja aber doch eigentlich einen relativ hohen Wert an sich, weil man in das Sortiment einfach mal reinschnuppern kann. Die haben mir wirklich vielfältige Produkte reingepackt und es hat mir richtig gut gefallen. Und wenn auch dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!